Nach der EU-Abgeordneten kommt der ehemalige grüne EU-Abgeordnete Michel Raimond nun zu Wort. Danke, Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, werte Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders der Clubobmann Kickl. Gratuliere, das war die großartigste Rede, die Sie bis jetzt gehalten haben. Ich habe geglaubt, das wird eh das Übliche, irgendein komplizierter Titel. Grundinhalt ist dann Ausländer Pfui, Europa Arsch. Und das könnten Sie eigentlich durchmachen. Herr Abgeordneter, ich würde Sie bitten, sich in Ihrer Ausdrucksweise zu mäßigen. Sich daher und reden über den Drogenkonsum und werfen Leuten Drogenkonsum vor. Sie als Innenminister zu der Zeit, als der Drogenkonsum passiert ist. Sie sind mit dem Herrn, den Sie Drogenkonsum vorwerfen, 15 Jahre in einer Partei, 15 Jahre Wahlkämpfe, Nächte durchhackeln, Wahlkampf feiern und Sie wollen nichts mitgekriegt haben. Sie wollen nichts mitgekriegt haben. Sie waren der Innenminister zu der Zeit. Was haben Sie überhaupt mitgekriegt in dieser Zeit? Wissen Sie, da wollen Sie Transparenz machen. Da wollen Sie Transparenz machen und wollen sagen, na, wenn er noch bei uns wäre, müsste er zurücktreten. Ich sage nicht, was Transparenz ist. Ein Drogentest in der FPÖ im FPÖ-Club, das wäre jetzt Transparenz. Das würde ich mir jetzt einmal anschauen. Ja, machen wir das. Laden Sie die Polizei ein. Das wäre notwendig, da irgendwelche Drogengeschichten zu machen. So, und jetzt zum Inhaltlichen. Wir werden eine solidarische Europapolitik hinkriegen. Wir werden das machen. Wir werden für Südeuropa sorgen und werden uns darum kümmern, dass Südeuropa nicht im Stich gelassen wird. Das wird funktionieren und Europa wird sich und Österreich wird sich hier in Europa konstruktiv verhalten. Für das werden wir uns einsetzen. Das wird dieser Regierung gelingen, weil es notwendig ist und weil es nicht anders geht. Wer Italien im Stich lässt, lässt Österreich im Stich, lässt Kärnten im Stich, lässt die Steiermark im Stich, wo die Unternehmen engstens vernetzt sind. Wir werden das hinkriegen. Das Paket, das jetzt verhandelt wird, wie die Kollegin Meinler-Reisinger zu Recht gesagt hat, ist auf 2 Jahre begrenzt. Es wird ein großes ökologisches, digitales, gesundheitsförderndes Paket werden. Und dann werden wir weiter diskutieren. Es wird nicht vorbei sein, diese Krise. Es wird ein größeres Paket brauchen. Wir werden mehr brauchen. Und wir werden länger diskutieren. Und ich werde mir erwarten, dass wir als Bundesregierung auch langfristig oder als Koalition langfristig in diese Sache reingehen. Wir verhandeln jetzt einen mehrjährigen Finanzrahmen von 7 Jahren. Und es wird in 7 Jahren nicht das Ende dieser großen Wirtschaftskrise sein, als ob nichts gewesen wäre. Wenn wir jetzt die Grundlagen legen, wie machen wir Ökosteuern, wie machen wir Ökoprojekte, wie steuern wir die Wirtschaft um, dann ist der nächste 7-jährige Finanzrahmen der Europäischen Union der, der ein gemeinsames Europa bringen kann, der ein zukunftsträchtiges und ein modernes Europa bringen kann. Und Österreich wird sich in diese Reihe stellen und wird für das kämpfen, für das werden wir sorgen. Danke.